Ostern, liebe Schwestern und Brüder, bedeutet den großen Übergang. Sich diesem großen Übergang, dessen Zeugen wir in dieser Nacht werden, anzuschließen. Wir haben gesehen, wie notwendig dieser Übergang ist, weil sich diese Welt, so wie sie ist, weil sie schon Israel immer wieder verloren hat, nicht in der Spur Gottes zu gehen, sondern den eigenen Weg zu suchen. So geht die Welt in die falsche Richtung, erkennt ihren Ursprung nicht, und wenn sie ihren Ursprung nicht erkennt, verliert sie ihr Ziel aus den Augen. Wir sollten uns in dieser Nacht in Erinnerung rufen, dass es um einen Übergang geht. Übergang meint nicht, wie es das große Schlagwort war vor 50 Jahren, Durchmarsch. Durchmarsch durch die Institutionen, wie es das Schlagwort der 68er war. Das ist zu kurz gegriffen. Ostern ist kein Durchmarsch, sondern ein Übergang. Wir können nicht einfach etwas übergehen oder etwas beiseite lassen, weil Christus in dieser Welt neu in Erinnerung ruft, wie Gott diese Welt gewollt und gemeint hat. Wir haben den guten Beginn gehört und immer wieder die Mahnung, doch diesen guten Beginn nicht zu vergessen, den Ursprung wach zu halten, so wie wir das in unserer Nacht mit uns selber tun. Unseren guten Ursprung wach zu halten, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Christus selber geht diesen ganzen Weg. Nicht einfach ein billiger Durchmarsch nach Ostern hin, sondern ein Übergang. Er geht ganz tief bis zum letzten Punkt in diese Welt hinein und nimmt alles an, was es an, wie wir gesehen haben, Verweigerung und Verrat gibt. Bis zu diesem entferntesten Punkt von Gott. Diesen Punkt der Gottverlassenheit und Gottvergessenheit nimmt er an, aber dieser wichtige Punkt des Kreuzes, wie wir gestern und vorgestern sahen, dieser archimedische Punkt wird zu einem Wendepunkt. Gott bleibt sich selber treu. Gott bleibt seinem Bund treu, das heißt seiner Bindung an uns, an seine Schöpfung, an seine Menschen. Er lässt uns nicht im Stich, sondern er wendet Verweigerung und Verrat hin zu etwas Neuem. Deshalb haben die Kirchenväter diesen Tag, diese Nacht immer als Neujahrsfest, als großen Ausbruch und Aufbruch des Frühlings beschrieben und gefeiert. Natürlich kommt uns in unseren Breiten die Natur entgegen. Aber wenn wir heutzutage dieses Fest verkürzen, auf Frühlingswehen auferstehen, ist es einfach ein bisschen wenig. Aber dennoch, es hilft uns. In einer großen Predigt sagt es der Kirchenvater Cyril von Jerusalem einmal sehr deutlich. Alles bricht auf nach dem Treuen des Winters, gerade wenn er so hartnäckig ist wie dieses Jahr, wo jetzt noch im Norden wieder neu Schnee gefallen ist. Das ist an uns vorbeigegangen. Aber dennoch, es gibt eine Sehnsucht nach dem Frühling. Das kann uns helfen zu verstehen, was Christus an Ostern tut. Der Welt zu einem neuen Anfang, zur ursprünglichen Schönheit zu verhelfen. Die ursprüngliche Kraft, die Gott hineingelegt hat, zum Ausbruch zu bringen. Und dieser Kraft dürfen wir uns nicht nur anschließen. Wir haben diesen Übergang schon gestaltet. Ich weiß, es gibt immer ein paar verzogene Gesichter, wenn wir reichlich vom Taufwasser Gebrauch machen. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig, dass wir diesen Tusch abkriegen, damit wir in Erinnerung bekommen, dass wir diesen Übergang schon selber gestaltet haben, in der eigenen Taufe. Wir sind oft so in Gefahr, dies zu vergessen, dass wir in der Spur Christi schon durch den Tod hindurchgegangen sind,
Wir sind schon durch das Grab des Wassers gezogen und hineingehalten in das Ostern Gottes. Das, was uns Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefs heute Abend zugerufen hat. Ihr seid in der Taufe mit Christus begraben in den Tod, um zum neuen Leben aufzuerstehen. Dieses hineingehalten werden ins Wasser. Vielleicht teilen einige der Anwesenden und Mitfeiernden meine eigene üble Kindheitserfahrung, wie das im Schwimmbad anfangs war, wenn da böse Buben oder sogar Mädchen einen unter das Wasser gehalten haben. Und man dann endlich, zunächst vor dem Endlich, eine unglaubliche Not ausgestanden hat. Den anderen war es Spaß, aber die eigene Not, keine Luft mehr zu bekommen. Das ist das Wassergrab der Taufe. Aber dann endlich wieder an die Oberfläche zu kommen, dieses tiefe, das ist ein österlicher Moment. Und es ist nicht irgendeine Hand, die danach uns greift, sondern die Hand Gottes. Es ist das, was Christus uns als Grund unter die Füße gibt, dass wir wieder an die Oberfläche kommen, dass wir auftauchen können als aufrechte Menschen hier in dieser Welt, so wie sie ist, und Zeugnis geben von ihm. Zeugnis geben von der Welt, wie Gott sie gemeint hat, und ihr damit Orientierung und Ziel geben, so wie wir leben, weil wir unseren Übergang schon gestaltet haben und immer wieder neu gestalten müssen. Wir werden 50 Tage lang, liebe Schwestern und Brüder, das Osterfest feiern, wie Augustinus sagt, als einen einzigen großen Ostertag. Wir werden also reichlich Zeit haben, nach und nach, Schritt für Schritt, all das anzunehmen, was uns vielleicht in dieser Nacht auch in unserer menschlichen Schwäche überfordert. Aber wir sollten Ostern zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens, unsere Taufe nicht, wir sollten es niemals abhaken. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Getauft sein heißt nicht, irgendwo eingetragen zu sein, in einer Kartei oder einer Datei, irgendwo Kirchensteuer zu bezahlen, sondern den Übergang, den österlichen Übergang gestaltet zu haben und Zeitgenosse dieses Übergangs zu sein, immer. Egal in welcher Lebenssituation wir stehen, egal ob wir bedrängt sind vom Zweifel, von schlimmen Gefahren oder Krankheiten oder in der Situation, wo sich unser Leben langsam dem Ende zuneigt. Den großen Übergang dürfen wir immer neu mit ihm gehen, der ihn vorangegangen ist, Christus, der heute die Nacht des Todes durchschritten hat und wahrhaft auferstanden ist.